So schnell geht das. Ich hoffe doch. Es geht wirklich so schnell. Ach, jetzt ist... Die Fraps-Zahl ist immer mal wieder woanders. Ich nehme das hier nämlich jetzt mit Fraps auf, weil das letzte Mal, als ich es mit Camtasia aufgenommen habe, hat es nämlich Bild und Ton doch arg auseinandergezuselt. Und das war nicht schön. Jetzt nehme ich das gleichzeitig auf und hoffe, dass es einigermaßen erträglich ist. Die mochten sich nicht, die Spiele. Ja. Ich habe beim Aufräumen viele tolle alte Spiele gefunden. Zum Beispiel Caesar 3. Das habe ich gesuchtet früher. Ich habe auch Age of Empires gespielt, allerdings sehr noobig. Und Zeus. Kennt jemand Zeus? Das ist so ein bisschen wie Caesar 3, nur anders. Dann gab es noch Pharao, war auch sowas in der Richtung. So Aufbausimulationssachen halt. Genau, und Zeus war halt lustig wie eine ganzen Götter. Die gab es ja bei Caesar auch ein bisschen, aber die haben nur im Hintergrund irgendwie Sachen gedreht und bei Zeus laufen die halt richtig rum. Genau. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich mache jetzt ja erstmal dieses eine Projekt jetzt. Vielleicht gibt es irgendwann grafisch was dazu. Aber das hängt so ein bisschen davon ab, wie und wo ich die Zeit dazu finde und wie ich da so vorankomme. Genau. Oh. So, wir waren stehen geblieben. Wir haben Bodynock jetzt in der Party. Und der hat uns erklärt, dass, was er von Aribests Verrat hält, dass es ihn im Prinzip wundert und dann auch wieder nicht wundert, weil Fentix... weil es eine Reaktion auf Fentix Tod war und Fentix Tod selber ein sehr, sehr, sehr irrationaler Akt war, ausgelöst eben auch von dem Mob. Aber wenn Fürst Nasher wirklich ein weitsichtiger... Er ist weitsichtig, vielleicht braucht er eine Brille! Genau, er hatte seine Brille nicht auf, deswegen hat er falsch entschieden. Ja, naja. Welchen Sinn macht es, jemanden zu töten? Das bezieht sich jetzt auf Fentix, der in Zukunft ein Verbündeter sein kann. Solch irrationales Verhalten ist für mich nur schwer nachzuvollziehen, Rapunzel. Für mich auch, mein Lieber. Die beste Antwort, Rapunzel zeigt, dass sie weise ist, aber halt sehr dumm. Fentix hat gemacht Sachen, wo Leute sauer waren. Dann Leute machen dummes Zeug. Ja. Oder die sind wie gewisse US-amerikanische Präsidenten. Wenn es innenpolitisch nicht läuft, machen sie nach außen den fetten Obermacker. Ich hoffe, der wird bald abgesägt. In Lantan verneigen wir uns vor den Gesetzen der Logik und Vernunft. Gefühle kann man nie ganz bei einer Entscheidung außen vor lassen. Es gibt keine richtige Objektivität, aber wenn man es weiß, wir geben uns große Mühe, alles möglichst objektiv zu analysieren, bevor wir etwas unternehmen. Und sobald man weiß, dass Gefühle mit im Spiel sind, kann man die so ein bisschen mit austarieren und dann kann man sich annähernd objektiv verhalten. Annähernd. Reine Objektivität gibt's nicht. Ich denke, in diesem Sinn, in diesem Sinne sind wir ausgesprochen anders als alle anderen Kulturen Fearuns. Das hat zwar was mit Sozialisation und nichts mit Kultur zu tun, wobei Kultur und Sozialisation ja schon. Das ist ein Unterschied zur Rasse. Gut, also, stimmt schon. Wir müssen uns mit diesen anderen Gebaren vertraut machen, wenn wir Lantan in die Gesellschaft des Kontinents integrieren wollen. Was? Integrieren. Rapunzel hat ein neues Wort gelernt. Rapunzel kann jetzt blubber. Was das heißen? Lantan ist eine Insel, durch die Geografie sind wir vom Rest der Welt abgeschnitten. Das hat über die Jahrhunderte hinweg zu einer insularen Kultur geführt, wie in Great Britain, hä? Besonders unter unserem Volk, den Gnomen. Womit ich nicht sagen wollte, dass alle Briten Gnomen sind. Wir halten uns für sicher vor den, dem Problem des Kontinents. Wir waren faszinierte Beobachter der Geschichte Fearuns, wie es unseren analytischen Gedankengängen entspricht. Aber wir wollen nicht aktiv teilhaben an den Geschehnissen. Wollten. Seit kürzlich, was ist das für Deutsch? Seit kürzlich hat sich unsere Kultur jedoch zu radikalen Veränderungen entschlossen. Wir haben nicht genug Tomaten gegessen, dann haben wir viele freie Radikale gehabt, was unser gesamtes Glaubenssystem revolutioniert. Bald, vielleicht sogar noch in meinen Lebzeiten, in 2 Tagen also, wird Lantan zu einem bedeutenden Teil in den Reichen. Was zu sagen, Lantan will Invasi-Dingens? Wir sind Denker, Erfinder und Akademiker, Rapunzel, keine Soldaten. Wir wollen unsere Kultur und unseren Glauben mit friedlichen Mitteln nach Fearun bringen, aber wir gehen rational und logisch dabei vor.
Bevor wir versuchen, ein Teil der bestehenden Ordnung zu werden, müssen wir die politischen und kulturellen Gegebenheiten systematisch und gründlich analysieren. Das dauert vielleicht noch ein paar Jahrhunderte. Das entspricht eben unserer Natur. It's nature! Warum sein Land jetzt ändern wollen? Denn, wie ihr euch vorstellen könnt, kann eine Revolution solcher Größe nur durch ein außergewöhnliches Ereignis hervorgerufen werden. Ohne einen bedeutsamen Katalysator kann keine bedeutsame Reaktion erfolgen. In unserem Fall war der Katalysator ein einziges wundersames Ereignis, der Tag, an dem der Gott Gond Wunderbringer in sterblicher Form an den Strand von Lantan gespült wurde. Habe ich gehört von Zeit von Sorge, ja? Ich würde mich mal interessieren, wie lang das her ist. Ich meine, Baldur's Gate zum Beispiel bezieht sich ja auch auf die Zeit der Sorge. Ist sozusagen ein Produkt davon. Genau, Rapunzel, ich spreche von der Zeit der Sorge, als die Götter gezwungen waren, sterbliche Form anzunehmen und unter uns zu wandeln. Ich würde euch die Geschichte erzählen, aber die Geschichte von Gond Wunderbringers Zeit auf Lantan hat, ist eine lange Rapunzel. Eine lange Rapunzel ist das. Vielleicht werde ich später mehr davon erzählen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Wir müssen die Worte der Macht zurück zu Aringent bringen. Wir haben noch 4 Minuten. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich befürchte, befürworte. Erzählen weiter? Vielleicht werde ich später davon. Okay, wir sind noch nicht weit genug in der Geschichte fortgeschritten. Dann nehmen wir ihn halt so mit. Und wir müssen... Genau, ich hätte fast den Fehler gemacht, dass ich jetzt den Rückrufstein gleich benutze. Aber das wäre falsch. Ganz falsch. Wir müssen ja zuerst zurück. Und ich glaube, da war die Kirche, oder? Ja, der Türtempel. Der Tempel. Ey, Regebeck. Regebeck. Das Regebeck? Nach was schmeckt das nur? Ist es auch so braun und zart wie ein Reh, das Regebeck? 400 Gold. Ich überlege mir das nochmal mit dem Hin- und Herreisen. Ich habe kürzlich, was habe ich gespielt? Elder Scrolls Online. Schönes Spiel, tolle Musik. Ich bin da jetzt immer zum Blumenpflücken. Manchmal gehe ich auch raus, ja, ins Real-Life-Nature. Aber abends, wenn es dunkel ist oder nass, weil es regnet ja sehr oft. Dieses Jahr haben wir irgendwie... Dieses Jahr habe ich schon beschlossen, ist nicht 2017, dieses Jahr heißt April. Im Jahr April, ja, also 2017 heißt jetzt April. Heute haben wir den 11.8. April. Ist voll logisch, oder? So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, wir wollten ja in diese Höhle, also in das Feuerriesen-Labyrinth. Mit unserem Gnom. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir sind voll dran vorbeigelaufen, weil ich mich hier voll auskenne. Wie oft will ich das Wort voll noch benutzen? Das ist ja voll nervig. Da ist nicht zu übersehen, dieser Höhleneingang, aber wir übersehen ihn trotzdem. Ach ja, waren wir schon in dieser Kiste? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, Bodinock, Krinkel, Kronkel. Nein, mit Kronk hat das nichts zu tun. Sag mal, ich glaube wirklich, also irgendwie kann das sein, dass wir nicht abgespeichert haben? Doch, oder dass ich halt sehr viel übersehen hatte das letzte Mal. Das kann natürlich auch sein. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Wollen wir aber auch nicht. Und das hakelt ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ich werde nach der Folge auch erstmal Schluss machen und es dann halt irgendwann mal wieder hochladen. Ups, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie viele Folgen kommen. Uploadplan wird es erstmal auch nicht geben. Es kommt einfach so. Wer abonniert hat, kriegt das ja sowieso mit. Also ist das ja kein Ding. Wer ist noch nicht... Das ist auch so eine Sache. 3 Monate nichts gemacht. Immer die Abonnenten so um 92, 99 herumgekrebst. 92, 99. 92, 95 so rum. Immer mal wieder zugekommen, abgenommen. Wie gesagt, ich gehe eigentlich nach den Abonnenten, aber ich habe ja mal behauptet, bei 100 Abonnenten, habe ich gesagt, in einem Darkest Dungeon Let's Play, werde ich mit euch einen Roman schreiben.
das werde ich erstmal jetzt umgehen, indem ich sage, neuer Kanal, wenn ich da 100 Abonnenten habe, so nach dem Motto. Nee, wenn... Es eignet sich einfach... Es würde sich besser eignen, wenn man es quasi in einem Stream macht, bei den Sachen, die ich mir da so ausgedacht habe. Und für Stream weiß ich nicht, ob meine Internetleitung fit genug ist. Müsste man mal ausprobieren. In dem Zuge, welche Erfahrungen habt ihr mit Streamen gemacht? Habt ihr vielleicht selbst schon mal gestreamt? Wisst ihr, worauf es da genau ankommt? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Weil so vor allem so Schreibsachen und auch Wortsachen, damit kann man sehr, sehr viele lustige Spiele kreieren und machen. Es gibt sehr viele lustige Spiele, die man mit Wörtern betreiben kann. Und ja, ich würde sagen, das wäre doch ein guter Schnitt, oder? Auch für euch zu überlegen, wenn ihr das seht. Werdet aktiv, schreibt was. Guckt ihr Livestreams eher? Habt ihr selbst schon mal gestreamt? Worauf kommt es an? Wo habt ihr gestreamt? YouTube oder Twitch? Oder vielleicht was ganz anderes? Wo guckt ihr Streams? YouTube oder Twitch? Oder wo ganz anders? Solche Sachen würden mich interessieren. Also haut sich rein. Ich lese das auch in 2 Jahren noch. Ich bin ja schon mal froh, dass ich hierhin zurückgefunden habe, weil es tut sehr gut zu streamen, sag ich schon. Zu spielen und mal wieder was aufzunehmen. Es ist schön. Es ist wie nach Hause kommen. Ja. Und jetzt... Seid gespannt auf die neuen Abenteuer mit Rapunzel und Bodynock und wir können uns jetzt mal ganz klassisch verabschieden mit... Gehabt euch wohl! Bis zu unserem nächsten Treffen und bleibt cool in dieser Hölle des Feuers. Und schreibt was, wäre schön. Bis bald. Auch wir werden jetzt unsichtbar.